Hey, ich bin's. Du, sag mal, Saskia, also, wie war denn das gestern auf deinem Tinder-Date? Und so beginnt dieses Armageddon an Scheiße. Ich bin Marius von Watson.de und ich hasse Sprachnachrichten. Und jeden, der sie verschickt. Du guckst auf dein Handy, denkst so, ah geil, ich habe eine Nachricht von Person XY. Und dann siehst du so, Sprachnachricht. Du musst die Datei erst downloaden, damit du es dir anhören kannst. Weil sie 12 Minuten lang ist. Wenn ich Bock auf Podcasts hab, dann abonniere ich die auf Spotify, iTunes, whatever. Aber ich habe doch keinen Bock, in meinem Messenger 12 Minuten lang einer Person zuzuhören. Laber, laber, laber. Kommunikation gibt es wahrscheinlich schon seit es überhaupt auch der Affe kommuniziert. Ja? Natürlich über Lautgeräusche und Gestik. Und das Grundprinzip da ist Sender, Empfänger, Sender, Empfänger. Also sprich, jetzt mal ganz archaisch. Und das sendest du an jemanden. Und dann macht er halt. So, und dann weißt du, okay, keine Ahnung, Abendessen heute erst um 18 Uhr. Und bei Sprachnachrichten wird das einfach ausgekoppelt. Du laberst in dein Handy rein, solange du willst. Du laberst jeden Scheiß. Ja, und jetzt bin ich übrigens gerade, mach gerade ein Espresso. Da kommt erstmal 5 Minuten über Espresso, bis du dann zum eigentlichen Thema zurückkommst. Und du als Empfänger, du sitzt da und hörst dir die ganze Scheiße an, weil du die Hoffnung hast, dass noch irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Es gibt seit über 100 Jahren Telefonie. Nummer eintippen, anrufen. Und dann kann dir der Gegenüber auch sagen, wenn er keinen Bock mehr auf deine Scheiße hat. Oder wenn er keine Zeit mehr hat. Manche Leute finden das total toll, das ist so praktisch. Man kann kurz sagen, hey, ich komm gleich. Weil man kalte Finger hat oder sowas. Oder weil man einfach gerade unterwegs ist. Aber gut, es gibt auch Leute, die stehen darauf, keine Ahnung, Sex vor einer Ananas zu haben, weil sie eine Ananas erotisch finden. Aber dieser Zwang, irgendwie zu antworten und auch noch irgendwie was Großes bei rauszulassen, sorry, Alter. Man sollte sowas einführen wie so ein Hotbutton. Also sprich, niemand kann längere Sprachnachrichten verschicken als 20 Sekunden. In 20 Sekunden kannst du alles sagen. Und wenn es die Mutter ist, kann man in 20 Sekunden immer noch sagen, hey Mama, sorry, steck grad mitten in einem Dreier. Ruf dich erst morgen an. Aber hört verfickt noch mal auf, Sprachnachrichten über eine Minute zu schicken. Denn es ist gestohlene Lebenszeit. Von dir, aber auch von dem Empfänger. Lass es einfach. Lass es. Prost.